In dieser Nacht bieten die Gewässer rund um Hawaii ein spektakuläres Ereignis, zu dem ein geheimnisumwobenes Lebewesen erwartet wird. Jede Nacht werden unzählige Kleinstlebewesen in die Nähe der Wasseroberfläche geschwemmt. Es handelt sich um Plankton, tierische oder pflanzliche Organismen, die frei im Wasser schweben. Deshalb ist auch ein Riesenmanta hierher gekommen. Diese Taucher wollen den Rochen mit Licht anlocken. Nachts ähnelt der Pazifik eher einer nährstoffreichen Suppe als einem Ozean. Der Rochen mit einer Spannweite von 3 Metern nimmt dieses Angebot gerne an. Er bleibt nicht lange der Einzige. Nach und nach schließen sich ihm immer mehr Riesenmantas an, die vom Licht aus mehreren Kilometern Entfernung angelockt wurden. Auf elegantere Weise kann Nahrungsaufnahme nicht erfolgen. Mit diesem Unterwasserballett könnten die Teufelsrochen, wie sie auch genannt werden, jeden Zirkuswettbewerb gewinnen. Vor einigen Jahrhunderten erzählten Seeleute ungeheuerliche Geschichten über diese anmutigen Tiere, die angeblich Jagd auf Menschen machten. Heute wissen nicht nur diese Taucher, dass es sich um Schauermärchen gehandelt hat. Aber Hawaii hat in dieser Nacht noch ein weiteres Lichtspektakel auf dem Spielplan. Einen Ausbruch des Kilauea. Die Eruption ist eine imposante Erinnerung an die Urgewalten, durch die die gesamte Inselkette entstand. Neben dem Kilauea gibt es noch 2 weitere aktive Vulkane auf Big Island. Doch keiner bietet ein so beeindruckendes Schauspiel. Erst bei Tagesanbruch ist der ganze Umfang des Ausbruchs zu erkennen, wenn die Lava das Meer erreicht. Ein tosender Kampf zwischen den Elementen Feuer und Wasser beginnt. Wo das Meer gewinnt, sind Tiere und Pflanzen außer Gefahr. Doch dort, wo es verliert, werden auch die Korallenriffe zerstört. Ein ewiger und uralter Kampf. Doch die Lava der Vulkanausbrüche schafft neues Land. Land, auf dem irgendwann wieder Leben entsteht. Neben den feuerspeienden Bergen sind auch die legendären Wellen von Hawaii eine Touristenattraktion. Aufzeichnungen belegen, dass schon vor 600 Jahren einheimische Hawaiianer auf Holzbrettern auf den Wellen geritten sind. Doch dies war damals nur hochgestellten Persönlichkeiten erlaubt. Vor etwa 100 Jahren ließ Duke Kahanamoku, ein Nachfahre dieser Hawaiianer, den Sport wieder aufleben. Rund um die Welt demonstrierte er, was mit einem Surfbrett auf dem Wasser möglich ist. 15 Millionen Jahre früher
lange bevor die meisten Inseln des Archipels entstanden sind, surfte bereits ein allseits bekannter Besucher durch die Wellen. Dieses Mönchsrobbenweibchen genießt hier am Strand VIP-Privilegien. Niemand darf dem Tier zu nahe kommen. Es hat Zahnabdrücke auf seinem Bauch. Eine bleibende Erinnerung an die Begegnung mit einem Hai. Die Menschen hier sind sich bewusst, dass es auch an ihnen liegt, ob die Hawaii-Mönchsrobben überleben werden, und bleiben ihnen fern. Auch wenn es auf den abgelegenen Atollen immer weniger Hawaii-Mönchsrobben gibt, die Strände der Hauptinseln halten vielleicht eine Zukunft für sie bereit. Ob das ihr Überleben sichert, kann niemand sagen. In der Wildnis Hawaiis gehört Wandel zum täglichen Leben. Das gilt besonders für diejenigen, die den Nordwesten bewohnen. Midway war nie dicht besiedelt. Von diesen Startbahnen flogen einst US-Kampfflugzeuge zur berühmten Schlacht um Midway im Zweiten Weltkrieg los. Heute werden sie nur noch von Vögeln benutzt. Doch ruhig geht es in der Luft über Midway trotzdem nicht zu. Die Jungen der Rußseeschwalben wachsen schnell heran. Dank der nahrhaften Fische, die die Eltern für sie herbeischaffen. Die ausgewachsenen Vögel sind den ganzen Tag mit der Nahrungsversorgung beschäftigt. Selbst die Luftblockaden der Fregattvögel können sie davon nicht abhalten. Die Brutplätze sind ebenfalls kein hundertprozentig sicheres Pflaster. Einerseits brennt die Sonne gnadenlos herab. Andererseits lauern auch hier die Diebe, die binden Fregattvögel auf sie. Sie spähen die Kolonie aus, immer auf der Suche nach kranken und geschwächten Vögeln oder nach unbeschützten jungen Seeschwalben. Dieses Mal hat das kleine Glück gehabt. Doch die Fregattvögel wissen aus Erfahrung, dass sie irgendwann Jagderfolg haben werden. Ein schneller Schnapper. Und es ist passiert. Die Hochseevögel sind in der gesamten Kolonie unterwegs, um Jungtiere zu erwischen, mit denen sie ihren eigenen Nachwuchs versorgen. Bei der dichten Besiedelung müssen sie meist nicht lange auf Beute warten. Ein Großteil davon wird zum eigenen Nest gebracht. Aber manches wird auf dem Weg zurück gleich in der Luft vertilgt. Albatros-Junge sind zu groß, um den Fregattvögeln als Beute zu dienen. Aber auch sie schweben in Gefahr. In den letzten 5 Monaten wurden sie von ihren Eltern versorgt. Diese Zeit ist nun vorbei, denn die meisten ausgewachsenen Vögel sind bereits wieder unterwegs. Die Jungtiere müssen sich nun also selbstständig Nahrung beschaffen. Und das geht nur, wenn sie sich in die Lüfte schwingen. Selbst für Altvögel, die in der Kunst des Fliegens mehr als bewandert sind, ist der Start eine anstrengende Angelegenheit. Und bei der Landung kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Nach einigen Versuchen klappt das Abheben bei den Jungtieren schon recht gut. Auch die anderen gefiederten Arten, die die Inselwelt bevölkern, müssen in die Luft, um sich Nahrung zu besorgen. Und das geht nur, wenn man kräftig genug ist.
Doch noch andere Gefahren lauern auf die Seevögel. Ein Jungtier, das auf dem Wasser landet, sollte möglichst schnell wieder abheben. Zum einen könnte sich sein Gefieder vollsaugen, zum anderen könnte sich etwas viel Schlimmeres ereignen. Denn vor einigen Wochen sind gefährliche Besucher in den Gewässern rund um Midway angekommen. Und genau auf diesen Moment haben sie gewartet. Tigerhaie. Ihre Ankunft ist abgestimmt auf die ersten Flugversuche der Jungvögel. Tigerhaie haben ein recht vielseitiges Nahrungsspektrum, das von Suppenschildkröten bis zu anderen Haien reicht. Zu dieser Zeit des Jahres nehmen sie die günstige Gelegenheit wahr. Die Chancen für die Vögel stehen nicht gut. Diejenigen, die es schaffen, kommen erst nach 3 Jahren auf See zu ihrer Brutkolonie zurück. Bis sie sich dann paaren, dauert es nochmals einige Jahre. Auch dann werden die Tigerhaie sicher wieder warten auf den neuen Nachwuchs. Die Mönchsrobben verlassen die Inseln selten. Nur gut 100 Kilometer entfernen sie sich maximal von ihren Stränden. Ihr Schicksal ist also untrennbar mit dem Hawaiis verknüpft. Zu anderen Gestaden wird es sie nie verschlagen. Mönchsrobben gibt es auch im Mittelmeer. Dort leben vermutlich nur noch 400 oder 500. Die Hawaii-Mönchsrobbe galt wegen der Nachstellung durch den Menschen schon als ausgestorben. Auf diesen Inseln hat sie überlebt. Und ihre Population hat sich in den letzten 60 Jahren fast verzehnfacht. Dennoch ist das keine Garantie dafür, dass dieses nur ein paar Monate alte Jungtier lange lebt. Angriffe durch Haie und weggeworfene Fischer